Wir warten heute auch auf etwas Sensationelles, etwas, das wir nicht erwartet hätten in Bad Teinach-Zabelstein. Aber meine Kollegin Aida Koha, die hat dort wieder eine spannende Geschichte ausgegraben. Und zwar eine Geschichte über Nudeln. Nudeln in allen möglichen Formen. Linguine, Spaghetti, Tagliatelle, Spirelli. Und das Tolle, sie schmecken alle unterschiedlich. Nach Spinat, Tomaten, Petersilie, süßem Mohn. Also ich merke so langsam, dass ich Hunger habe. Und ich bin sicher, Ihnen läuft auch gleich das Wasser im Mund zusammen. In Bad Teinach gibt es Sprudel und nochmal Sprudel, aber auch Nudeln. Und zwar Algennudeln, Apfelmöhre, Rucola, rote Beete. Eine riesige Vielfalt, die werden hier produziert und das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Nudelbeck, wie die Teinacher sagen, ist der Dietrich Morlock. Herr Morlock, Sie sind kein Bad Teinacher. Das ist hier Ihr Wunschort, gell? Was hat Sie hierher gebracht? Das war mein Traumziel, mal hier leben zu dürfen. Nachdem ich als Stadtmensch immer wieder hierher kam und Land und Leute genossen habe. Und ich saß dann da hinten im Kurpark auf der Bank und habe gedacht, hier ist doch so schön, das wäre toll, ein wenig hier leben zu dürfen. Und so hat es sich dann auch irgendwann mal ergeben. Weil Dietrich Morlock Teigwaren liebt, hat er vor 13 Jahren beschlossen, in die Produktion von Nudeln einzusteigen. Was machen Sie mit dem Spinat? Das ist jetzt frisch blanchierter Spinat. Der wird jetzt püriert. Und dann machen wir da wunderbare frische Spinatnudeln draus. Jetzt brauchen Sie den Spinat, ne? Jetzt kommt die Krönung des Teiges. Jawohl. Verraten Sie uns das Geheimrezept? Bedingt. Da ist jetzt also Hartweizengrieß drin. Dann ist hier frischer Spinat und eine Prise Muskat. Das war's. Sonst nichts. Mehr kommt da nicht rein? Nein. Bisschen Wasser gleich noch. Na, das ist ja kein großes Geheimnis. Oder was ist Ihr Geheimnis? Die Menge macht's. Vermischen, durch die passende Matrize pressen und trocknen. Dann sind die Nudeln bereit, verpackt und verkauft zu werden. Ausnahmsweise ziehe ich heute Arbeitskleidung an, weil wir kochen jetzt und verarbeiten die Spinatnudeln und machen was Feines dazu, gell? Was machen wir genau, Herr Morlock? Wir machen gemischtes Gemüse mit ein bisschen Knoblauch im Olivenöl. Ist es sehr gesund und auch lecker dazu, denke ich doch, hoffe ich. Ich darf Karotten und schneiden? Sie dürfen Karotten schneiden. Ich kümmere mich hier um den Knoblauch. Okay. In Bad Teinach kommt im Winter 3 Monate lang keine Sonne ins Tal. Ja. Wie halten Sie das durch? Durch gute Nudeln. Froh gelaunt. Sie wissen, Nudeln machen glücklich, sagt der Volksmund. Lässt ich dachte Schokolade. Beides. Beides. Erst Nudeln, hinterher Schokolade. Drei Mitarbeiter beschäftigt Dietrich Morlock insgesamt. Ansonsten macht er alles selbst. Und es gibt immerhin 160 verschiedene Nudelsorten, die er in seinem Geschäft anbietet. Ganz wichtig, immer bei Nudeln, das Wasser darf nur ziehen, es darf nicht sprudeln. Ach so. Sie kochen sonst den Geschmack und eventuell die Farbe, in diesem Fall ist ja der Spinat drin, die kochen sie raus, wenn sie sprudeln lassen. Sie kochen ja nicht nur, wenn das Landesschaumobil da ist, sondern auch für andere Gäste. Wann denn? In dem Rahmen einer Betriebsbesichtigung. Da kommen Gruppen von weit her oder auch nicht, je nachdem. Mhm. Nachdem die gesehen haben, wie wir die Nudeln machen, haben die Appetit bekommen. Mhm. Und dann tun wir auf Wunsch, selbige dann auch gleich verköstigen. Und das ist für uns beide, für die Gruppen und für mich dann immer eine riesen Gaudi. Das ist vielleicht auch meine Gelegenheit, dass Sie hier vorbeigucken und die Nudeln probieren.